Heute bin ich für Sie unterwegs auf der Leuchtenburg bei Kala. Ich bin hier eingeladen worden von der Burgherrin. Es wird eine neue Ausstellung eröffnet. Porzellanwelten. Wollen mal sehen, was uns hier erwartet? Lassen Sie sich einfach überraschen. Ein alter Bekannter erreichte die Leuchtenburg als einer der ersten. Professor Dr. Bernhard Vogel, der ehemalige Ministerpräsident und heutige Kurator der Stiftung Leuchtenburg, ließ es sich nicht nehmen, für dieses Event wieder nach Thüringen zu kommen. Hallo Herr Ministerpräsident, ja, AD, ich grüße Sie mal wieder in Thüringen. Ja, sehr gerne und viel häufiger, als Sie merken. Na gut, man kriegt es jetzt nicht mehr so mit. In der Tat, aber heute bin ich besonders gerne hier, weil die Leuchtenburg mir seit vielen Jahren am Herzen liegt. Und wenn man da zur Unterstützung was tun kann, dann sollte man was tun. Sie sind einer, ich sage einfach mal, der Kämpfer der ersten Stunde, wie ich jetzt ja, schon in den 90er Jahren beispielsweise die Idee, hier einen Weinberg einzulegen. Oder vor allem der Kampf um die Erhaltung von Kala-Porzellan war immer auch mit der Leuchtenburg verbunden. 20 Jahre sind Sie fast Thüringer, sage ich mal. Wie hat sich Thüringen entwickelt, Ihrer Meinung nach? Alles in allem und mit kleinen Einschränkungen sehr gut. Ich hatte immer das Ziel, Thüringen sollte unter den deutschen Ländern eine gute Position einnehmen und nicht nur auf Platz 12 oder 13 liegen. Und seit wir eine geringere Arbeitslosigkeit als Nordrhein-Westfalen haben, haben wir dieses Ziel, glaube ich, erreicht, auch wenn noch viel zu tun bleibt. Ein toller Anlass heute auf der Leuchtenburg? Ja, ein erfreulicher Anlass, einmal wieder hier zu sein und sich zu überzeugen, was weitergegangen ist und was weiter geschieht. Und zu sehen, die Leute legen Gott sei Dank die Hände noch nicht in den Schoß. Dann wünschen wir ganz, ganz viel Spaß, neue Erkenntnisse hier auf der Leuchtenburg bei der wunderschönen Ausstellung Porzellanwelten. Danke und das wünsche ich Ihrem Initiative, Ihres Lokalsenders auch. Dankeschön. Damit ich nicht planlos in der Ausstellung hineinstolpere, habe ich mir alte Bekannte an die Seite geholt. Noch vor der offiziellen Eröffnung durften wir mit der Kamera die neuen Schätze der Leuchtenburg unter die Lupe nehmen. Hallo Sabine, ich grüße dich. Hallo Heinz. Ich bin hier das Rätsel in der Ausstellung. Kannst du mich einfach mal ein bisschen begleiten und mir was erzählen, was hier abgeht? Aber natürlich, wenn es dir nicht zu rätselhaft wird. Mal sehen, also wollen wir mal sehen, was passiert. Machen wir mal los. Jawohl. Um was geht es hier in dieser Ausstellung? Also hier geht es natürlich darum, wie die Europäer versucht haben, das Rätsel zu lösen, das Rätsel um die Porzellanerfindung, die natürlich die Chinesen auf den Weg gebracht haben. Also die Chinesen haben viel früher schon das Porzellan erfunden, schon im 9. Jahrhundert und viele, viele Jahrhunderte hinweg konnten sich die Europäer nicht erklären, wie die Zusammensetzung überhaupt funktioniert, aus welchen Teilen das Porzellan zusammengesetzt ist und wie dann die Brennung funktioniert. Und um diese Entschlüsselung des Rätsels geht es hier und dabei soll vor allem der Besucher der Ausstellung selber tätig werden. Also ihr habt praktisch das Rätsel hier aufgelistet, der Besucher kann sehen, wie es funktioniert? Genau. Und also im nächsten selber Mal ausprobieren. Und selber ausprobieren. Genau. Also lass uns einfach mal weitergehen, mal sehen, was passiert. Wie weit wir noch kommen. Richtig. Und in welchen Raum kommen wir jetzt? Jetzt kommen wir in die Alchemistenküche. Alchemistenküche, das ist genau. Ja irgendwas, wo irgendwas gebraten oder gekocht oder zum so. Zum Beispiel. Was habt ihr denn hier zusammengebraut? Also, hier geht es weniger ums Brauen, als vielmehr darum, die richtigen Zutaten zu finden. Also eher so eine Zutaten-Küche. Ja. Und wir haben hier zum Beispiel schon einige wichtige oder interessante Zutaten aufgereiht, die alle, wie du siehst, weiß sind. Ja. Weil man hat sich natürlich vorstellen können, dass man irgendwelche weißen Materialien braucht, um das Porzellan nachzuerfinden. Und deswegen hat man es mit Eierschalen versucht, mit Federn versucht, mit weißen Edelsteinchen und mit zahlreichen Pflanzen, die man auch in weiß hatte. Und hat natürlich versucht, das Porzellan so mit nachzuerfinden, was alles erstmal nicht viel genützt also, hat. Wären Sachen alles mit da, funktioniert überhaupt nicht. Das, was man hier sieht, sind Sachen, damit geht es nicht. Wahrscheinlich nicht. Also, jetzt habt ihr hier ganz viele andere Sachen noch drüben. Richtig. In den einzelnen Gläsern
befinden sich ebenfalls zahlreiche, ja, kuriose, aber auch tatsächliche Materialien, die man zur Herstellung des Porzellans braucht und benötigt. Das heißt, von weißen Gebissen von irgendwelchen Wölfen bis hin zu Nashorn-Fußnägeln. Das hat man probiert oder braucht man das? Haben wir probiert. Ah, habt ihr probiert? Aber ob man es wirklich braucht, verrate ich dir später. man kann zum Beispiel ein Straußenei sehen. Also hier sind ganz viele mysteriöse und teilweise auch fiktive Materialien aufgereiht, die so ein bisschen darstellen sollen, mit was man alles experimentiert hat. Na, was könnte denn das Geheimnis enthalten? Na, ist es das die Kaurischnecke? Bestimmte chemische Reaktion? Was hat man gemacht? Aber unter den ganzen Gläsern befinden sich natürlich auch die richtigen Zutaten. Ach, verrat ihr euren Gästen, welches sind? Naja, man kann sie ein bisschen selber enträtseln, und zwar, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut. Mhm. Einige Gläser sind tatsächlich schön beleuchtet von innen. Das wollen wir eigentlich. Wir wollen alles nicht zu viel verraten, weil es sollen ja noch Gäste auf die Leuchtenburg kommen. Richtig. Aber der nächste Raum, ich habe vor uns schon einen Brennofen gesehen. Ja. Lass uns einfach mal weitergehen. Lass uns mal hingehen. Was noch so passiert bei euch da hier auf der Leuchtenburg. Wie lange habt ihr jetzt gebaut hier an dieser Ausstellung? Wie lange seid ihr jetzt hier unterwegs gewesen? Das sind doch schon einige Jahre gewesen, die jetzt gebaut wurden. Ich selbst bin erst seit einem Jahr dabei. Und insgesamt, glaube ich, gebaut wird seit 2010, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, Heinz. Sag mal, bist du Porzellanmacher oder? Nein. Weil muss sich jetzt völlig neu einarbeiten, das Porzellan. Ja, wir alle. Wir alle. Also wir machen ja auch alle Führungen oder fast alle Führungen, auch wenn wir in anderen Bereichen tätig sind. Ich bin zum Beispiel mehr in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Aber wir beschäftigen uns natürlich alle sehr intensiv mit den Themen. Wir haben spezielle Schulungen bekommen und Literatur bekommen. Auch lange im Vorfeld schon. Das Porzellanthema ist ja auch nicht neu auf der Leuchtenburg. Es gab es ja auch schon länger. Und mit der Van Lee-Ausstellung und den Schaumagazinen. Und das kommt Stück für Stück mehr dazu. Und was jetzt natürlich die Geschichten sind, die sich jetzt um diese Porzellanwelten drehen, die haben wir auch nochmal intensiv erzählt bekommen. Alles klar. Also machen wir weiter unseren Rundgang hier bei euch in der Ausstellung. Ja. Jetzt kommen wir wohin? Jetzt kommen wir, in den zweiten wichtigen Teil, der zur Porzellanherstellung besonders wertvoll ist, weil es geht ja nicht nur darum, die richtigen Materialien zu finden, sondern es geht vor allem darum, was mache ich hinterher damit? Wie brenne ich das? Na, man wusste, es wird irgendwie gebrannt, aber bei welchen Temperaturen und welchen Ofen, wie muss ich den beheizen? Das ist eigentlich, neben den richtigen Mixtur zu finden, das Geheimnis, was sich ums Rätsel dreht. Welche Zeit braucht man im Ofen? Und um das mal dem Besucher auch klar zu machen, dass das auch dazugehört zur Entschlüsselung des Rätsels, darf der Besucher hier selber mal am Brennofen feuern. Dann lass uns mal zum Brennofen gehen. Genau. Da, also ihr habt wirklich vom Anfang bis zum Ende der Porzellanherstellung in der Ausstellung alles. Ja, komplett. Alles, was dazugehört zur Porzellanherstellung, kann hier nachempfunden werden. Und vor allem dreht sich natürlich diese Welt, das Rätsel, um die Nacherfindung. Und wie du siehst, hier bei uns steht tatsächlich ein Brennofen, in dem sich eine schicke porzellanerne Vase befindet. Und ich weiß nicht, ob ich dir das mal zeigen kann. Ja, sicherlich, dafür bin ich da. Wir haben zwei Anzeigen. Ich verrate mal nicht zu viel. Es ist digital, also es ist keine echte Vase da drin. Aber wir haben zwei wichtige Anzeigen, die sowohl die Zeit als auch die Temperatur im Ofen darstellen. Und der Besucher mit Hilfe unseres riesigen Blaseballs, der sich hier befindet, ich kann das mal vormachen. Ich gehe jetzt einfach mal hier rum, liebe Zuschauer, damit das auch alle sehen. Oje. Da merkt man schon, wie die Temperatur hier auf warm geht. Die Zeit geht los. Und man muss, das ist wichtig, im Gleichgewicht halten. Also die Zeit und die Temperatur, jetzt müsste ich wieder nachlegen und nachlegen. Und wenn dann eben eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, müsste ich wieder stärker befeuern. Falls ich was falsch mache, kann diese Vase auch im Ofen zerspringen. Also in diese Vase wird dann kaputt gehen. Geht dann kaputt, wird am Ende noch ein kleines Häufchen Asche übrig bleiben. Und unsere Porzellanscherben landen dann im Raum des Scheiterns, der sich gegenüber befindet. Raum des Scheiterns. Lass uns in den Raum des Scheiterns gehen. Heute ist Eröffnung. Wahrscheinlich ist noch gar nicht so viel Porzellan, zu Bruch gegangen, oder? Naja,
Scherben bringen Glück. Ja, na klar. Aha, also wo ist jetzt der Raum des Scheiterns? Also wir können gleich mal hingehen. Ja? Ich kann noch mal ganz kurz was ja, zu dem bitte. Raum erzählen. Ja, bitte. Und zwar, hier geht es tatsächlich noch mal richtig darum, was man zur Herstellung braucht. Also nicht nur die Masse macht, sondern dann kommt man, wird kurz beschrieben, dass man eben sie in Form bringen muss. Dann geschieht ein erster Brand, dann wird die Glasur aufgetragen, ein zweiter Brand, die, das Malerische und dann ein letzter Brand. Und hier drüben geht es nochmal ganz kurz nur um die Thüringer Nacherfinder. Im Raum des Rätsel geht es ja hauptsächlich darum, dass vorne haben wir Böttcher gesehen, das war der für Europa der Nacherfinder Meißen. Des Porzellans, genau. Der eigentlich Gold herstellen sollte. Eigentlich Gold herstellen sollte und dann auf die Albrechtsburg gesperrt wurde vom Augustus Stark, den Starken. Und hat dort dann zusammen mit seinem Team, deswegen bei uns die Böttcher Boys, eben das Porzellan nacherfunden. Aber für Thüringen sind es ebenfalls Nacherfinder, die, das ist das Besondere an Thüringen, wir können mal kurz hingehen. Georg Heinrich Macheleit und Greiner und Hamann, also im Prinzip zwei Parallelerfindungen, die ich gar nicht weiter ausführen will, aber das Besondere an dem Thüringer Porzellan ist eben, Heinz, dass man, das ist eigentlich dem Ursprung aus China näher liegt, als das, was die Sachsen da zusammengemixt haben. Weil die Sachsen, die haben ja, wie wir in der in dieser Alchemistenküche mal gesehen haben, wild zusammengebraut und haben dann die Materialien als Mixtur erfunden. War auch dann Hartporzellan, aber die Thüringer, die hatten einen riesengroßen Vorteil. Die haben irgendwann entdeckt, dass es hier in der Gegend, da unten befindet er sich auch, einen kaolinisierten Sandstein gibt, der die alle drei wichtigen Zutaten, die haben wir gar nicht genannt vorhin, das ist ja das Quarz, das soll unser Zuschauer einfach beim Besuch der Leuchtenburg selber herausfinden. Genau, okay, dann verrate ich nicht zu viel. Aber dieser Stein in Thüringen hat eben alle drei wichtigen Bestandteile schon enthalten. Und dann brauchte man nur ein bisschen aufarbeiten. Also willst du damit sagen, dass das Thüringer Porzellan besser ist wie das Meißner? Ja, es ist auf jeden Fall dem Chinesischen ähnlicher, dieser chinesischen Herstellung, weil auch die Chinesen hatten die sogenannte Petunze. Das ist ein Gestein in China, das abgebaut wurde und das ebenfalls alle drei wichtigen Materialien schon enthielt. Also, Sie brauchen sich gar nicht ärgern, wenn Sie bei sich zu Hause nur Thüringer Porzellan im Schrank stehen haben. Es ist ja besser wie das Meißner und kommt dem Chinesischen ganz, ganz nah. Also lass uns jetzt einfach mal in die Kammer des... In den Raum des Scheiterns. In den Raum des Scheiterns gehen. Alles. Geh du vor, nicht, dass hier noch irgendwas passiert mit der Scheiterei da hier, sage ich. Jetzt sind wir also im Raum des Scheiterns. So, und das ist nun alles Porzellan, was nicht geklappt hat beim Brennen? Richtig. Also hier befinden sich zum einen historische Stücke, die aus irgendeinem Grund einen Mangel haben. Im Brennofen ist was schiefgegangen, beim Dekorieren ist was schiefgegangen, bei der Glasur ist was schiefgegangen. Aber auch moderne Stücke, also du kannst dich mal umschauen, der Reiter hier beispielsweise, das ist ein modernes Stück, ein neueres Stück. Und da kann man deutlich sehen, der hat vorne fehlt dem armen Pferd ein Bein und dem Hündchen unten drunter ist der Kopf abgeschlagen worden. Da ist eine Brennstütze im Ofen einfach runtergefallen und hat das abgeschlagen. Und das habt ihr jetzt woher bekommen? Das befindet sich natürlich auch in unserer Sammlung. Wir haben ja eine sehr umfangreiche Sammlung auf der Leuchtenburg, Altthüringer Porzellane, also die historischen Stücke zum Beispiel. Aber wir haben natürlich auch viel bekommen. Wir haben ja das Projekt vielen Manufakturen vorgestellt und die haben uns dann auch Stücke geliefert. Wir haben zum Beispiel drei Charleston-Sängerinnen, ein modernes Porzellan, die sind auch im Ofen verbogen und liegen jetzt aufeinander. Und solche Stücke haben wir dann einfach auch für die Ausstellung bekommen als Leihgabe. Und, aber nicht zum Zerdeppern. Nein, um in diesem Raum einfach mal zu zeigen, dass es damals wie heute schwierig ist, das Porzellan richtig herzustellen. Also nicht nur früher war es eine Kunst, sondern auch heute noch ist es eine Kunst. Eine riesige Figur, so wie diese hier herzustellen, braucht sehr viel Versuche. Und man sagt so, mindestens 10 müssen hergestellt werden, damit eine am Ende funktioniert. Auch heute noch. Deswegen sind sie wahrscheinlich so teuer. Deswegen ist Porzellan so teuer. Um diese Wertigkeit auch mal darzustellen, haben wir das kaputte Porzellan hier mal. Naja, ich sag mal, kaputtes Porzellan, das ist ja fast Kunst, auch selbst wenn es nicht gelungen ist.
also meine Zuschauer, kommen Sie einfach her, schauen Sie sich das Porzellan, was angeblich nicht gelungen ist. Für mich ist ja wunderschön. Wenn man so schaut, man sieht gar nicht, dass ein Bein fehlt, ne? Naja, wenn man von vorne guckt schon. Ja, alles klar. Ja. Denn wie geht's weiter bei euch in der Ausstellung? Ja, also damit endet sozusagen das, die Welt, das Rätsel mit der Entschlüsselung und eben auch mit der Geschichte, dass es eben ein immer noch schwierig ist, es herzustellen, dass das Scheitern zum Porzellanherstellung dazugehört, aber auch der Triumph. Es wird irgendwann mal geplant sein, dass man hier diese Welt dann mit dieser weltgrößten Vase, diese 8 Meter hohe Vase, von der schon die Rede war, abschließt als Gegenstück sozusagen der Triumph gegenüber dem Scheitern. Dann danken wir dir hier erstmal und auf zur nächsten Ausstellung. Jetzt sind wir hier im blauen Salon, oder was? Ja, ganz genau. Alles in Blau. Um was geht's hier? Nicht alles. Hier geht's um die Welt, das Kostbare. Weil, nachdem das Porzellan nacherfunden wurde in Europa, ist es natürlich sehr schnell, auch vorher schon, an die fürstlichen Höfe gelangt als Repräsentationsstücke, zu repräsentativen Zwecken. Und deswegen haben wir mal hier so eine fürstliche Tafel nachgemacht und einen richtig renaissance-barockartigen Raum gestaltet, der natürlich, das ist auch ganz typisch für die Ausstellung, so ein bisschen modern adaptiert ist auch. Also hier hinten geht's Gold zu. Richtig. Hier geht's richtig goldig zu. Da gibt's ein richtiges Porzellankabinett, so wie damals die Fürsten sich das auch angelegt haben, aber eben auch wieder modern interpretiert. Das heißt also, beim August des Starken könnte es so ausgesehen haben? Könnte es so ähnlich ausgesehen haben. So ähnlich. Und hier habt ihr dann so eine Tafel. Richtig. Das, Torten. Sieht toll aus. Ja, Torten. Echte Torten, richtige Zuckerkunst. Eine Zuckerkünstlerin aus Erfurt hat uns diese Torten gebacken. Ja. Also dies gab es tatsächlich an den fürstlichen Höfen, dass die sich um diese festliche Tafel Zuckerkunst gebaut haben, damit das natürlich noch schöner aussieht. Und das hat man mit Schaumstoff dann zum Beispiel ausgehärtet. Und so ist das hier auch richtige Zuckerkunst. Und hier hinten natürlich dann auch die Moderne wieder, dann genau. Multimedia, sag ich mal. Richtig, hinten kann man, also auf der hinteren Seite der Tafel, kann man eine echte, ja, barocke Festtafel erleben. Also man steht direkt davor, wie ein Menü aufgetragen wird, ein Mehrgänge-Menü. Mhm. Und das Lustige, es passieren auch ganz lustige Dinge. Also ich will mal nicht zu viel verraten, schauen Sie sich das ruhig mal an. Zuschauer sollen vorbeikommen auf der Leuchtenburg, sollen sich das anschauen. Wir haben mit der Kamera mal kurz drüber gehalten, einen kleinen Ausblick zeigen wir. Nicht zu viel verraten. Nein. Nicht zu viel verraten. Wie geht's weiter hier? Also, komm, ich begleite dich einfach. Wir machen mal noch eine Runde hier, wie es weitergeht. Gut. Also in diesem Raum gibt es natürlich historische Stücke zu sehen, wie diese hier, die dann aus dem 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert stammen. Alle, wo es dann losging, dass es in Europa nachproduziert wurde oder nacherfunden wurde, hat man dann natürlich fleißig Porzellan an den Fürstenhöfen gebracht. Aber eben erstmal nur für repräsentative Zwecke. Ein Raum später, wir können jetzt weitergehen. Wir gehen einfach weiter. Ein Raum später geht es darum, wie vor allem auch die Manufakturisten, also die Unternehmer, nicht die Fürsten, das Porzellan in Auftrag gegeben haben. Also die dann praktisch Geld hatten. Richtig. Denn billig war es nie. Das sieht man auch an diesem kleinen Raum. Also hier ist mal diese Alltagstafel, wo der normale Mensch auch bereits noch nach der Nacherfindung des Porzellans in Europa noch lange gegessen hat. Auf Holztischen mit Zinngeschirr. Ja. Und das hat überhaupt noch nichts mit dem zu tun, was die fürstliche Tafel aufgedeckt hat. Und deswegen haben wir das mal so entgegengesetzt. Aber jetzt im nächsten Raum. Richtig? Jetzt, wir waren schon mal ganz kurz hier, ja. Was geht's hier? Hier geht es in diesem schönen grünen Raum mit der tollen Aussicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal rausgeschaut hast. Nein, werden wir aber tun. Da ist der Wald, ein wunderschöner Wald zu sehen, den man hier von der Leuchtenburg aus sehen kann. Und das ist so ein bisschen das Indiz dafür, dass es hier natürlich um Thüringen geht. In diesem Raum geht es darum, dass Thüringen sich als Porzellanland nach der Nacherfindung des Porzellans dann richtig etablierte, also richtig stark wurde. Es gab im Thüringer Wald günstige Arbeitskräfte, man hatte mit dem Wald wunderbare Rohstoffe zur Befeuerung des Ofens, man hatte hier einfach günstige Bedingungen vorgefunden. Und so entwickelte sich Thüringen recht bald, aber wie gesagt, nicht aus der Richtung der Fürsten, dass die Fürsten gesagt haben, naja, wir treiben das an, dass
dass das hier vorwärts geht, sondern eher, das war besonders für Thüringen, die Manufakturisten selbst, die zum Beispiel von der Glasindustrie her, das hatte ja schon eine lange Tradition in Thüringen, auch viel Erfahrung mit Brennöfen hatten, die haben sich dann hier in die Porzellanherstellung begeben und haben dann ihre Erfahrung dort schon einbringen können und Unternehmensgeist bewiesen und haben hier das hergestellt. Was ist das hier? Was ist das? Das sind Gipsformen. Das sind Gipsformen? Ja, das heißt also, wer hätte das gedacht? Wer hätte das? Ja, ja, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Porzellan hergestellt. Ich habe maximal aus der Tasse getrunken oder aus dem Teller. Das sind die Formen, da werden praktisch die Rohstoff Porzellan, bevor es dann in den Brennofen kommt. Zum Beispiel. Du kannst der Porzellan zum Beispiel auf einer Drehscheibe herstellen, eine Tasse zum Beispiel. Ja, das habe ich schon gesehen. Und man kann zum Beispiel figürliches Porzellan in Gipsformen gießen und die dann abnehmen. Im Brennofen gehen und abnehmen. Das war mir neu. Und um diesen Herstellungsprozess mal ein bisschen zu inszenieren, gibt es hier diese vielen Gipsformen, um einfach auch zu sagen, hier in Thüringen gehen die Manufakturen dann richtig los, die Produktion. Also vorhin wurde ja schon gesagt, dass es unheimlich viele Unternehmen dann in Thüringen gab und auch viele heute noch produzieren. Und noch 40 heute noch gibt. Genau, das, also einiges habe ich schon gelernt auf der Leuchtenburg. Deswegen sollen ja die Leute herkommen, um über das Thüringer Porzellan was zu lernen. Und das ist wahrscheinlich hier in Thüringen der richtige Ort. Ja, also Thüringen ist heute noch ein wichtiger Standort. Das darf man manchmal nicht unterschätzen. Thüringen produziert heute zum Beispiel auch sehr viel noch gibt heute noch viel in den technischen Porzellanbereich, also Elektroporzellan, Hermsdorf. Technisches Porzellan. Hermsdorf war Marktführer um 1900 weltweit fürs technische Porzellan. Und das auch Kalla Porzellan war marktführend in dieser Zeit und die produzieren ja auch heute noch. Und es ist auch heute noch so, dass man da Gebrauchsgeschirr und aber auch eben diese technische Seite ist sehr stark vertreten. In Thüringen ist ja auch die Porzellanstraße. Richtig, also, an der wir liegen. Und da gehört ja Kalla, Triptis, Schwarzburg, also die Sitzendorf. Genau. Diese Ecke ist ja überall noch Porzellanmanufakturen. Und wo kommen wir jetzt weiter hin? Jetzt kommen wir hier, jetzt wird's rot. Jetzt nochmal durch einen ganz schnuckligen, kuscheligen Raum, der so ein bisschen das Porzellan darstellt, wie es in den Privatbereich Einzug erhielt. Also praktisch wie bei dir und mir zu Hause. Wie bei dir und mir zu Hause. Wahrscheinlich habe ich nicht solches schönes Porzellan wie, aber. Und das ist jetzt praktisch jetzt das moderne Porzellan, so wie es heute dann gebraucht wird. Nein. Also wieder falsch. Ist ja nicht so schlimm, deswegen ist nicht bin ich schlimm, hier. Heinz, deswegen bist du hier. Ja, genau. Hier lernst du was. Also in diesem kuscheligen Raum geht es einfach darum, dass auf den Fürstenhöfen wurde es zu Repräsentationszwecken dargestellt, aber mit dieser großen Expansion, mit der großen Weltwirtschaft im 17., 18. Jahrhundert kamen auch neue Genussobjekte nach Europa, Tee, Kaffee, Kakao. Und mit dieser neuen Genusskultur verbindet sich das Porzellan auch sehr stark und es erhielt so ein bisschen Einzug in das Private. Also man sieht so Tabakdöschen oder auch so Single-Advies. Damals nannte man das so Tête-à-Tête, Kopf an Kopf. Also wenn man sich dann so ins Private zurückzog, zum Beispiel um zu frühstücken, hat man so ein kleines Etui dann, Servi, sich herstellen lassen, das nur für zwei Personen zum Beispiel war. Wie kann man sich so viel merken? Das ist ja enorm. Wir sind jetzt hier in der zweiten Ausstellung, erstmal in der von vier. Ja. Und du hast alle vier. Naja, also das ist jetzt immer nur so das Wichtigste, was man zu dem Raum sagen kann. Man könnte noch so viel mehr sagen, wann die Schokolade erfunden wurde. Das lernt man alles hier so ein bisschen mit in der Ausstellung. Welche Rolle die Tischkultur, das Porzellan bei der Tischkultur gespielt hat. Zum Beispiel lernt man, dass die Gabel erst sehr viel später dazu kam, dass Messer und Löffel die Leute immer bei sich hatten und wenn sie an die Tafel gegangen sind, die Gabel dann wirklich erst um 1900 dazu kam, weil sie lange verpönt war. Alles sowas spielt so ein bisschen rein in dieses Thema. Es geht halt wirklich nicht nur um Porzellan und um das Stück, was auch wichtig ist und sicherlich stilistisch und künstlerische Merkmale hat, aber es geht vor allem um die Geschichten dahinter, um die Menschen dahinter. Genau, und das ist ja das, wenn die Zuschauer eigentlich, meine Zuschauer hier hochkommen zur Leuchtenburg, eine wunderschöne Burg, Höhenburg, und sich dann diese wunderschönen Ausstellungen anschauen, ohne Führung geht es doch gar nicht. Man hat doch dann nicht die Geschichte hinter der Geschichte. Also, das ist natürlich immer besser mit einer Führung, natürlich. Aber man kann auch sehr viel selbst entdecken. Wir haben verschiedene Stationen, an denen der Besucher selber etwas entdecken kann. Vieles habe ich dir ja gar nicht erzählt, was man im Komme ich ja noch, bin ja noch den ganzen Tag da. Aber ich kann nur empfehlen, wenn Sie zur Leuchtenburg kommen, nehmen Sie sich eine Führung.
ganz viele Geschichten hinter der Geschichte, die sowas von interessant sind. Auf diese Zeit muss man einfach mitbringen und dann sich die Ausstellung hier so anschauen und so nett erklärt, wo sonst auf der Leuchtenburg. So, jetzt habe ich eigentlich das nächste Opfer. Ilka, ich grüße dich. Schönen guten Tag. Ja, zwei Welten habe ich mir schon erklärt bekommen. Jetzt gehen wir ins Alltägliche, ne? Ins Alltägliche, ja. Genau. Wir und gehen was jetzt, geht's da? Wir gehen jetzt in eine Welt, die von der Zeit erzählt, als Porzellan Massenware geworden ist. Also musst dir vorstellen, das ist Industrialisierung. Die Dampfmaschine ist erfunden. Der erste Bahnhof in Thüringen ist dann auch übrigens in Altenburg entstanden. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben, die Glühbirne. Und es hat sich mehr und mehr in die Städte gezogen. Und man hat wirklich Manufakturen, Betriebe, richtige Industrien aufgebaut, wo Porzellan in Masse hergestellt wurde. Also nicht mehr das Wertvolle, was wir oben gesehen haben, sondern jetzt das Alltägliche, das, was im Gebrauch ist. Genau das ist es. Also es ist immer noch etwas Besonderes, etwas Wertvolles, aber es ist schon für jedermann gemacht. Also Porzellan bleibt ja für uns etwas Wertvolles, werde ich nie widersprechen. Also ich muss sagen, für mich ist es jetzt schon wertvoll, nachdem ich gesehen habe, wie kompliziert es ist, überhaupt herzustellen. Aber lass uns einfach gehen, schauen wir mal. Wir laufen einfach jetzt mal den Kollegen einfach durch die Kamera, denke ich mal. Der wird jetzt schimpfen. Ganz böse ist er dann. Nee, er schaut nicht böse, er lässt uns durch. Also wir sind jetzt hier im Alltäglichen. Genau. Das Alltägliche heißt, 300 Porzellanbetriebe sind in Thüringen entstanden. Hier sieht man es auch wunderbar, wo die überall. Und da sieht man, dass Porzellan eines der herausragenden Werkstoffe für Thüringen war. Ne? Also ganz viele Manufakturen, besonders durch den Thüringer Wald natürlich, wo der Brennstoff vorhanden war. Das habt ihr ja in der vorhergehenden Welt gesehen. Und man hat Porzellan in Thüringen für die Masse produziert. Wenn wir jetzt hier weitergehen, ja, klar. Wir gehen einfach weiter an so Wagen, Porzellanwagen vorbei. Porzellan kommt in Masse heraus. Die Farbe ist auch gleich so ein bisschen brachial. Wir kommen jetzt hier direkt zu den zwei Weltmarktführern zu dieser Zeit, muss man sich vorstellen. 1890, Carla Thüringen Porzellan, damals Weltmarktführer für Tischporzellan und die Hermsdorfer Porzellanfabrik natürlich für Elektroporzellan, auch ganz, ganz wichtig. Und hier sieht man sehr schön, ich komme mal rum. Ja, na klar. Hier sieht man sehr schön, zu dieser Zeit waren die rauchenden Schlote das Vorzeigebeispiel dafür, dass wirklich produziert wurde, hergestellt wurde. Wir haben hier auch ein paar Werbematerialien aus dieser Zeit, also auch damals gab es schon Werbung, wo man dann eben sieht, die Porzellanfabrik Carla auch auf Tassen festgehalten und immer mit rauchenden Schloten. Hier ist was passiert, hier ist Porzellan in Masse hergestellt worden. Damals war Werbung noch Kunst, sage ich mal. Heute sagt man manchmal, muss das sein oder man schaltet sie weg. Absolut. Ja, Werbung war damals noch Kunst, ist auch heute noch Kunst. Na ja, also es gibt sehr viele kunstkünstlerische Werbung. Ja, jetzt sind wir hier. Teller, Tassen. Genau, und zwar warum Porzellan? Porzellan hat sich in vielen Bereichen durchgesetzt, weil es hygienisch war, weil es robust war und weil es geschmacksneutral war. Ganz wichtig, wenn man auch an die Zähne denkt, wenn man eine Keramikfüllung hat, ist es geschmacksneutral mit Metall natürlich immer ein bisschen im Einfluss. Tolles Buch, habt ihr das hier? Das ist eine Leihgabe von Carla Thüringen Porzellan. Soll ich mal was Schönes vorlesen? Ja, bitte. Und zwar ist hier die Seite aufgeschlagen, das sind Barttassen. Barttassen ganz besonders, weil die Herren hatten ja zu der Zeit prächtige Bärte getragen. Ach so, ja. Und dann steht hier, dem Bart des Mannes schönste Zier, zum Schutz nimm diese Tasse hier. Das ist eine Barttasse, die hat oben so einen Einsatz, wo man quasi, wenn man Milch trinkt, merkt man es ja besonders, wo man quasi den Bart schützt. Also das sind jetzt alles Sachen, die eigentlich 1930... 1890, genau, bis später, genau, ja. Das geht noch weiter. 1892 hier auch Elektroporzellan, ja. Thüringen, Schwerpunkt. Hermsdorf? Hermsdorf, natürlich, Hermsdorfer Porzellanmanufaktur. Viele Leihgaben sind auch daher. Das hier sind beispielsweise direkt welche von der Leuchtenburg, die Isolatoren an der Mauer. Und hier haben wir auch was ganz besonders Hübsches. Wenn man sie hier mal auf diese beiden Sachen, das sieht sind auch leere Geschenke, das sind keine Eierbecher, das sieht sind Schnapsgläser. Schnapsgläser. Da steht drauf, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Also Elektroporzellan. Man sieht also, ich bin eigentlich Anti-Alkoholiker, deswegen wusste ich nicht, dass es Schnapsgläser sind, sondern ich habe gesagt Eierbecher. Und hier drüben ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt von einem Porzellanmaler nachgebildet. Also wir haben natürlich zum Großteil Porzellane hier, aber auch mal so echte Interieure nachgestellt, wie das damals gewesen ist. Mit einzelnen Farben, ganz verschiedene Sachen. Hier nochmal technische Keramik, ganz
ganz besonders für die Frau von heute nicht mehr vorstellbar, ein Bügeleisen aus Porzellan. Ich möchte es nicht haben. Es ist schwer. Ich sag mal, ich als Kind, meine Eltern hatten noch sowas. Ja, die hatten noch sowas und haben es dann praktisch im alten Ofen warm gemacht und dann haben sie dann gebügelt. Perfekt. Aus Porzellan. Genau. Und was natürlich auch hier sehr schön zu sehen ist, Porzellan ist wirklich in vielen, vielen Dingen. Ne? Wir hatten jetzt Elektroporzellan, wir haben Teller, wir haben Tassen. Hier kommen die Spitzenballerinas dazu, die Lithophanien. Es ist alles industriell herstellbar gewesen. Ne? Die Spitze ist, man hat neue Techniken entwickelt, sodass die Spitze auch in Masse herstellbar wurde und deswegen lief sie hier vom Band. Lithophanien, die älteste Porzellanmanufaktur Volkstedt in Rudolstadt ansässig, macht das heute noch. Wirklich ganz großartige Handwerkskunst auch und man hat sich das so wunderschön, wunderschön auch hingestellt. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsstück, das muss ich zeigen. Lass uns überraschen. Wer glaubt, eine einfache Fototasse herzustellen und etwas Besonderes in der Hand zu haben, das ist ganz alt. Und zwar hat man schon 1860 mit Fotoaufdrucken gearbeitet. Hier sieht man mal drei Tassen. Und diese Tasse hier vorn ist ganz besonders. Diese junge Frau wurde im Garten beim Bügeln fotografiert. Und wie sie das findet, das zeigt der Bildausdruck, der Gesichtsausdruck der jungen Frau. Ja gut, meistens ist es ja so, wenn man irgendjemanden auch beim Drehen überrascht, das sind genau diese Gesichter dann. Hier noch gegenüber noch Airbrush. Wer glaubt, Graffiti ist eine moderne Erfindung, das ist nicht so. Mit Airbrush hat man schon im 19. Jahrhundert experimentiert. Hier auch ganz besondere Stücke. Übrigens auch ganz viele Stücke des Leuchtenburg-Porzellans. Das heißt, das, was die Bodenmarke Leuchtenburg trägt, hat Airbrush-Verzierungen. Also auch etwas ganz Modernes. Und dann kommen wir weiter. Wir gehen hier immer so schön labyrinthartig durch diese Welt. Wenn man jetzt hier weitergeht, kommen wir noch zu einem einem Bereich, wo es um dieses ganze Zierporzellan geht. Also wir haben sakrale Kunst. Jetzt ist es wirklich in die Welt gegangen. Man sieht, verschiedene Aufschriften sind auch in Englischen. Das ist auf Jahrmärkten. Diese kleinen Figuren waren zum Sammeln da. Man hat wirklich ganz, ganz viel aus Porzellan gemacht. Zum Teil ein bisschen kitschig, zum Teil ganz, ganz hübsch. Kinderschenker sind auch dazwischen, darunter ganz besondere Teile. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, natürlich auch Thüringen, Sonneberg. Puppen. Spielzeug aus Porzellan. Heute wahrscheinlich kaum zu bezahlen. Kaum zu bezahlen und ich glaube auch, man traut es sich nicht, ein Kind in die Hand zu geben. Genau so ist es nämlich, aber es soll ja viele Sammler geben, die viel, viel Geld dafür ausgeben. Auf jeden Fall, also das ist für Sammler was ganz Besonderes. Hier, das sind auch alles historische Stücke. Hier hinten ganz schön diese Nacktfrösche, wie ich mal dazu sage. Das sind Badepuppen. Diese Puppen hat man in das Bad mitgenommen und hat dann dort gespielt. Ne? Da ist Porzellan natürlich hervorragend für geeignet. Und auch diese kleinen Köpfe, das ist alles aus Porzellan gewesen. Also ich sage immer wieder, wenn Sie auf die Leuchtenburg kommen, eine Führung ist eigentlich unablässig. Ihr habt so viele Sachen da und so viele Geschichten hinter der Geschichte. Wie merkt man sich sowas, Ilka? Wie kommt man dazu, so viel zu wissen über Porzellan? Das ist einfach, wenn man sich... als ich angefangen habe, über das Porzellan nachzudenken, dann war es für mich klassisch dieses, was Oma in der Schublade hatte, ne, mit dieser Sammeltasse und so weiter und so fort. Aber das ist längst nicht alles. Wenn man sich dann wirklich mal mit diesem Porzellan beschäftigt, hört man nicht auf zu gucken, was kann es denn noch alles. Also es ist wirklich in der Mode, in der Musik, überall in der Hochtechnologie taucht Porzellan auf. Das ist so unglaublich vielfältig, dass man eigentlich sagt, man interessiert sich weiter. Du lebst Porzellan. Ich lebe Porzellan, genau. Hier noch eine Henkelmacherstube. Henkelmacherstube, einfach mal so eine Kala, Haushaltsstube nachgebildet. Ganz viele Kala haben sich Porzellan noch mit nach Hause genommen und haben dort zum Beispiel Henkel gefertigt. Also die Familie hat dann mitgeholfen, noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und hier kann man mal sehen, in welcher Handwerksarbeit das entstanden ist. Also der Vater war im Porzellanwerk und der Rest hat zu Hause mitgearbeitet. Das heißt also, man hat sich jetzt eigentlich wie die Weber oder Spinner zu Hause. Genau, so war das auch. Also wusste ich gar nicht. Ist für mich völlig neu, dass Porzellan noch zu Hause hergestellt wurden. Allerdings dann nur diese Henkel. Die Henkel wurden hergestellt. Und dann haben die das mit auf Arbeit genommen, dort wurde es gebrannt und angebrannt. Genau, das wird angeklebt direkt. Genau. Da haben wir diese Sache hier fast rum. Eines möchte ich euch noch zeigen, das ist nämlich ganz besonders. Das ist nämlich hier der QP. Der QP
Kewpie ist ein Glücksbringer, der kommt aus der USA. Also es ist wirklich so, Porzellan ist auch international. Das ist, hat eine Amerikanerin, hat sich diese Figur ausgedacht und hat jemanden gesucht, der es für sie herstellt und hat den Partner quasi in Ruderstadt bei Kemmer gefunden und die stellen jetzt noch diese Kewpies dar. Das ist ein ganz altes Stück auch und der Kewpie, kann man eigentlich sagen, war damals so intensiv bekannt wie die Barbie heute. Also es ist wirklich etwas, wenn man damit in die USA geht, die kennen das alle. Das ist ein Glücksbringer, man erkennt ihn an den kleinen Flügelchen hinten im Nacken. Das ist ganz hübsch. Und das sind auch jetzt verrätst du mir noch, wann das war? Wann war das? Da muss ich jetzt nachgucken. Einmal muss ich habe mich mal erwischt, Ilka, was du nicht aus dem Kopf weißt. Das ist die Zeichnerin Rose O'Neill, die im 20. Jahrhundert, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Es freut mich, dass ich das geschafft habe, euch mal eine Frage zu stellen, die ihr nicht sofort wusstet. Jetzt kommen wir hier nochmal Ausstellungsstücke, das kennen wir eigentlich. Das ist aktuelle Porzellan. Heute gibt es noch, ich habe zu Anfangs gesagt, 300 Porzellanmanufakturen und Betriebe in Thüringen. Heute gibt es noch 40. Also das ist wirklich immer noch eine sehr, sehr große Menge. Und das Regal hier zeigt die Vielfalt an Porzellan, wie es heute existiert. Wir haben künstlerische Sachen, wir haben Spitzenballerinas, wir haben noch dieses typische, die ostfriesische Rose, was Wallendorf immer noch herstellt über die Zeit hinweg, bis hin zu Elektroporzellan und technischen Keramiken. Das ist unglaublich vielfältig. Ilka, ich weiß, du hast heute viel zu tun. Begleitest du mich noch in die nächste Welt? Eine Welt machen wir noch, oder? Alles klar, Dankeschön. Ilka, durch den ersten Teil sind wir einfach durchgegangen, weil unsere Kamera das nicht nimmt. Was ist dort? Hier tauchen wir ein in das Fremde. Das Porzellan kommt ja eigentlich aus China. In China gab es schon eigentlich die ersten Belege ab dem 6. Jahrhundert vor Christus. 581 gibt es den ersten offiziellen Beweis, dass in China Porzellan hergestellt wurde. Und von China aus ist die Kunde vom Porzellan nach Europa getragen worden. Marco Polo war es, der erst über einen Landweg das Porzellan nach Europa brachte und hier quasi in Europa einen Massenmarkt ausgelöst hat. Die Fürsten, die ganzen Könige, die ganzen Herrscher wollten dieses Material haben. Man sprach ihm mystische Eigenschaften zu und sie wollten es einfach sammeln. Und so ist es nicht nur über die Seidenstraße, über den Landweg nach Europa gekommen, sondern auch über den Meeresweg. Und das sehen wir hier sehr, sehr schön. Ganz viele Schiffe zeugen noch heute von den Transporten. Genau, das ist das. Du, ganz kurz, das ist das, was du mir mal erzählt hast. Ihr habt hier eine Sammlung, die Taucher nach oben geholt haben. Ist genau, das jetzt in dieser Ausstellung? Das ist hier nicht direkt drin. Das ist eine Sonderausstellung in der Kernburg im ersten Obergeschoss. Dort wird nochmal ein ganz besonderes Wrack thematisiert, das dem Kaiser Wan Li zuzuordnen ist, also wirklich 480 Jahre Porzellanstücke geladen hatte. Ein Wrack, was 60 Metern unter dem Meeresboden liegt. Das ist aber drüben nochmal, das ist nochmal eine extra Geschichte. Also meine Zuschauer, ich habe hier meine Meister gefunden im Erzählen. Ilka wahrscheinlich genauso wie mein Vorgänger. Also du erzählst, was gibt es jetzt hier alles? Erzähl mal. Hier sind verschiedene Schriftzeichen, arabische, chinesische zu sehen, die eben so Gedichte aus dieser Zeit mitbringen. Und das Ganze wird gesäumt von Porzellanen, die 450 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen haben. Sie waren auf der Espadart gelagert und die Espadart ist gescheitert, sodass diese Stücke quasi unters Meer befördert wurden und irgendwann geborgen wurden. Und hier sehen wir was ganz Besonderes. Und zwar, dass die Porzellane, wenn nicht die Glasur angeschmirgelt ist oder wenn nichts abgebrochen ist, es ist wirklich fast unbeschädigt. Man sieht nicht, wie alt sie sind. Und hier hinten sind nochmal zwei weiße Kopfchen zu sehen. Das ist auch ganz besonders. Gerade deswegen hat man dem Porzellan nämlich mystische Eigenschaften zugemessen. Es ist hauchdünn. Man konnte, es ist so durchscheinend gewesen und es waren sogar noch Prägungen im Porzellan integriert. Man glaubte nämlich damals, wenn man aus so einem Kopfchen getrunken hat, kann es nicht vergiftet sein, das Getränk. Ach so. Deswegen, es hatte mystische... Und natürlich werden die Reisewege hier gezeigt, wie das Porzellan von China hier nach... Genau, hier bekommt man ganz einfach erklärt, wie auf welchen Wegen, wie aufwendig auch das ist, das hochzuholen und so weiter und so fort. Im nächsten Raum kommen wir jetzt quasi an große die Sammlerhöfe. Große Sammler. Großen Sammler. Weil die waren es ja, die wir hier sehen, die das Porzellan quasi aus Asien eingekauft haben und in ihre Wunderkammern eingeräumt haben. Wir haben hier Elisabeth die Erste, wir haben hier auch mal einen Thüringer. Ja, es sieht aus wie ein Heinrich, ne? Wilhelm Knapp. Ach, Wilhelm Knapp.
Aber ich sag ja mal, die Fürsten sahen eigentlich alle gleich aus, ne? Genau. Das sind, die haben bedeutende Wunderkammern hergestellt. Schöne sehen wir zum Beispiel auch noch heute in Weimar oder Schloss Friedenstein. In Gotha hat auch eine wunderbare Wunderkammer. Und hier bei uns in der Wunderkammer, wir gehen jetzt mal um die Ecke, da passieren jetzt nämlich echte Wunder. Wundern wir uns mal. Jetzt gehen wir die Wunderkammer abschreiten hier. Ja, Spiegel, wir sehen uns. Und was hast du hier? Was gibt's hier zu entdecken? Die Gesamtinstallation ist im Prinzip einem Gemälde einer Wunderkammer eines niederländischen Malers nachgeprägt. Und wir haben es jetzt hier quasi wieder plastisch dargestellt und haben in diese Wunderkammer so kleine Besonderheiten eingebaut. Es plötzlich bewegt sich das Seepferdchen, stößt an den Herrn dort an, der guckt. Und so geht das rum die ganze Zeit, dass sich hier immer etwas tut und etwas bewegt. Es passieren halt echte Wunder. Man hat diese Wunderkammern, man hat alle Dinge gesammelt, die etwas Besonderes waren, die man sich vielleicht auch nicht ganz erklären konnte. Also die Flöte bewegt sich, das Bild lebendig. Also man kann hier stehen bleiben und entdeckt wahrscheinlich immer etwas Neues. Genau, das wird, hier passiert immer irgendwas. Und in Wahrheit sind hier auch natürlich die Stücke zu sehen, das ist jetzt hier so, um die Wunderkammer zu erklären. Aber die echten Stücke, die in einer Wunderkammer eingezogen sind, sind hier in den Vitrinen zu sehen. Sind auch sehr, sehr wertvoll, deswegen sind sie in Vitrinen. Man hatte die Wunder der Natur, hier zum Beispiel eine Kaori-Schnecke oder dieser Quarzkristall hat nochmal einen Kristall virtuell drin, der erscheint durch das Licht. Oder wir haben hier einen Nautilus-Pokal oder hier ein Knochen eines Wollnashorns, das ist übrigens der Beleg dafür, dass es damals Riesen gegeben haben muss, glaubte man zumindest. Natürlich auch die Porzellane. Wir haben Automaten schon gesehen und wissenschaftliche Sachen. Also man hat verschiedene Dinge in der Wunderkammer gesammelt. Genau. Also die Leuchtenburg hat eine Wunderkammer, wo man sich eigentlich 10, 15 Minuten aufhalten kann. Absolut. Es ist immer wieder was Neues zu entdecken. Jetzt wird's grün. Jetzt wird's strahlend. Man hat natürlich das Porzellan damals, dieses ganze Chinesische, war ein Trend, war ein richtiger Trend. Man hat sich die Höfe und die Salons auch chinesisch eingerichtet. Ne? Ja, wenn wir das Geld dazu hätten, wäre es heute noch ein Trend. Würden wir auch noch machen, oder? Es ist auch heute noch ein Trend. Genau. Schön ist auch hier zu sehen, das sind zwei Fayencen-Vasen aus Erfurt übrigens. Damals gab es eine berühmte Manufaktur in Erfurt. Man hat versucht, Porzellan selber herzustellen. Und Fayence heißt ja, dass es eine Keramik ist, auf die man weiß aufgemalt hat, weiß-blau, dem Chinesischen entlehnt, aber es ist noch nicht Porzellan. Das heißt, man hat sich Dinge eingeräumt, die das Ganze chinesisch machten, aber zum Teil eben nicht ganz Porzellan waren. Also es und ist immer noch europäisch. Und dem Rätsel des Porzellans geht er gleich mit meiner Kollegin auf die Spur. Alles klar, Dankeschön. Hier sind wir jetzt einfach durch. Nee, oh, jetzt frage ich dich mal hier, was ist das noch? Genau, das erkläre ich auch noch ganz kurz. Das sind Bilder von der Porzellanproduktion, von der chinesischen Porzellanproduktion in Reihe, welche Schritte alle nötig waren, um Porzellan herzustellen. Also Porzellanherstellung ist eine Kunst, das habe ich heute gelernt, auch gar nicht so einfach. Manchmal denke ich, ihr könntet unten in Kahla anfangen, oder? Theoretisch zumindest. Also wir arbeiten sehr eng mit den Kahlern natürlich zusammen und auch mit den ganzen anderen Betrieben in Thüringen. Es gibt so viele besondere Betriebe und ihr werdet es nachher sehen, die kommen ja nachher alle noch. Es hat jeder so seine besondere Handfertigkeit, wo man sagt, das ist was ganz Tolles, das muss in die Welt. Also ich habe jetzt hier vier Welten angeschaut, andere werden dieses Jahr noch entstehen. Fahren Sie hierher, schauen Sie sich das an, sprechen Sie mit den jungen Damen, Sie sehen, sie sind alle nett und ohne Erklärung geht es nicht. Es geht ohne Erklärung. Ja, aber es geht ohne Erklärung. Schwer. Die Räume sollen sich als Räume erschließen. Wir laden natürlich dafür ein, an der Führung teilzunehmen. Ja. Wir erzählen gerne, was alles so dahinter steckt und das tun wir auch gerne in der Führung. Selten mache ich Werbung für irgendwas, aber für die Leuchtenburg mache ich heute mal Werbung. Besuch lohnt sich immer. Danke für die kurze Rundgang. Aber sehr gern. Und ich wünsche dir heute noch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Hoher Besuch hatte sich am Nachmittag angekündigt. Unsere Ministerpräsidentin Christiane Lieberknecht ließ es sich nicht nehmen, die Porzellanwelten zu besichtigen. Auch sie musste an den zahlreichen Journalisten vorbei, um die Ausstellung dann offiziell zu eröffnen. Eins, zwei, drei.
Besonders begeisterte sie die Wunderkammer. Weil das ist ein Bild eines alten Malers, welches die Agentur faktisch digitalisiert hat und belebt hat. Das Bild gibt es im Original. Das ganze Bild von dieser Wunderkammer, alles was wir hier sehen, ist gemalt, als gemaltes Bild. Und die haben einen Ausschnitt aus diesem Bild mit einer Hallo, Frau Lieberknecht. Ja. Total fertig. Ich grüße Sie. Der 3. April ist der Tag des Porzellans. Ja. Wie kommt man auf die Idee? Thüringen ist Porzellanland. Thüringen hat zum Glück auch eine produzierende Porzellanindustrie von Weltmarkt. Sie hat aber auch Manufakturen für die figürliche Darstellung, also hohe Kompetenz. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, es ist aber auch ein Faktor der Regionalgeschichte und Porzellan hat einen wunderbaren Ort hier auf der Leuchtenburg gefunden. Das soll aber keine einmalige Aktion sein, sondern wir haben hier die feste Dauerausstellung mit den Porzellanwelten. Es geht aber darum, jedes Jahr auch eine neue Inspiration zu haben und deswegen 3. April, ein wunderbarer Tag, um ihn als Tag des Thüringer Porzellans auszurufen. Sie hatten ja nun kaum Zeit, die Porzellanausstellung in Ruhe anzuschauen. Was sagen Sie? Ich komme auf jeden Fall wieder und dann nehme ich meine Enkelkinder, meine Familie mit und dann werden wir einen wunderbaren Tag hier auf der Leuchtenburg haben. Hier stecken ja nun viele Fördermittel drin. Warum sollte man solche Aktionen hier, solche Burgen, solche Ausstellungen fördern? Es kommt mit der Leuchtenburg etwas Wunderbares zusammen. Das ist privates Engagement. Das ist Bewahrung unserer Geschichte, unserer Heimat, der kulturhistorischen Bedeutung, aber eben auch Anziehungspunkt für Tourismus heute, für Aktionen, die in die Zukunft gerichtet sind. Und die Menschen brauchen solche Punkte und brauchen ein solches Engagement. Und das unterstützt der Freistaat natürlich gern. Jetzt kann man hier auf der Leuchtenburg ja Porzellan zerschmeißen und sich was wünschen. Mhm. Haben Sie schon mal gemacht? Wenn nicht, was würden Sie sich wünschen? Also ich zerschmeiß immer mal auch Porzellan, weil Scherben bringen Glück. Mein Wunsch für die Leuchtenburg habe ich noch frei, das werde ich demnächst machen. Das bleibt aber ganz geheim, damit es auch in Erfüllung geht.